Sächsische Braukunst aus dem Erzgebirge. Hier haben wir es, das Freiberger Pils. Wie es schmeckt, erfahrt ihr im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. So, als erstes grüße ich erstmal den Marco. Ich habe gehört, du guckst jedes Video von mir an und du wolltest gerne das Freiberger getestet haben und deswegen teste ich heute das Freiberger. Für alle, die Freiberger nicht kennen, Freiberger aus Freiberg quasi, aus dem Erzgebirge, ist eine ja, größere Bergbaustadt, bekannt damals geworden aus dem Bergbau oder groß geworden mit dem Bergbau. Das Bier ist ein klassisches Pils, 0,5 Liter Flasche, 4,9% Volumen Alkohol und ich glaube 11,9 Grad Plato Stammwürze haben wir hier. Zur Brauerei, die wurde 1850 gegründet und 1863 haben sie das erste Mal Pils böhmischer Brauart gebraut und zwar, ja, besser gesagt, das Pilsner. Haben sie ja erst das Pilsner gebaut, 1836, ja, oder 18 63, so rum war es. Und ja, braun bis heute auch noch. Wurde natürlich wie alle Betriebe in der DDR verstaatlicht und danach unter vielen, ja, also wurde also erstmal wieder privatisiert und in den 2000er Jahren unter anderem in Dietmar Hopsa, kennt ja jeder vom Fußball, Sachen verkauft. 2006 dann verkauft wurden zur Hardeberger Gruppe. Da gehören ja mittlerweile viele dazu, also gehören zu einer größeren Gruppe. Und hinten drauf steht: Freiberger Pils ist sächsische Braukunst aus dem traditionsreichen Erzgebirge. Natürlich frisch und voller Charakter. Ein Bier so authentisch wie seine Geschichte. Ein Bier, bei dem man bleibt. Hopfen, Hopfenextrakt, Gerstmalz, Wasser haben wir hier als Zutaten. Und vorne drauf steht auch nochmal: seit 1850 herb frisches Pils, getreu dem deutschen Reinheitsgebot. So, so sieht's aus. Ja, Bottle Cap habt ihr auch nichts anderes drauf. Ja, mal gucken, was er scharf stellt hier ungefähr. Als ja, Freiberger Pils und ein Wappen, wahrscheinlich das von Freiberger Brauhaus, genau. Genau, machen wir mal auf. So, und hinein ins Glas. Mit ein bisschen mehr Schwung hier. So, also ein filtriertes Pils. Goldgelb wirkt ein bisschen wässrig im Glas, muss ich sagen. Gibt Pils mit einer deutlicheren Farbe. Aber eine gute Schaumkrone, wie ihr hier seht. Also ist nicht zu verachten. Sieht toll aus. Ja, schön fein bis mittelporig und sieht schon mal gut aus im Glas. Also macht was her. Ganz pilztypisch sind natürlich die Malzaromen, sehr präsent in der Nase. Eine leichte Fruchtigkeit würde ich auch sagen. Angenehm auf jeden Fall. Ist natürlich nicht mein erstes Freiberger, muss ich dazu sagen, im Erzgebirge. Ja, kennt man ja das Freiberger und es gibt es auch auf vielen ja, Dorffesten oder Stadtfesten, deswegen, ja. Aber analysiert habe ich es noch nicht. Sehr malzbetont, muss ich sagen. Die Bitternis, ja, jetzt kommt sie. Im Abgang sehr präsent. Ja, regt zum Weitertrinken an, ne? Typisch Pilsner. Dolle Bitternis hat es auf jeden Fall. Fruchtigkeit würde ich jetzt nicht sagen, aber die Hopfenbittere ist auf jeden Fall gut vorhanden. Ja, tolle Brotaromen würde ich fast sagen. Vom Malzkörper her. Ich sagte, die Bitternis ist ganz lecker. Aber irgendwie habe ich so ein leichtes, ja, wie was Metallisches so im Geschmack. Habe ich auch drüber gelesen bei einigen. Hat so im Durchschnitt hatte ich das gesehen im Internet eine Bewertung von ja, 7 von 10 so. Also
Ich finde es aber auch nicht so schlecht, muss ich jetzt sagen, so aus dem Glas. Ich hatte es eigentlich schlechter in Erinnerung. Ich habe es länger nicht getrunken. Ich hatte es schlechter in Erinnerung. Ich finde es jetzt ziemlich lecker und ziemlich, ja, süffig. Ja, also ein gutes, stabiles Pils. Das Metallische irgendwie stört mich ein bisschen. Das hat man ja manchmal so beim Bier. Das ist so der einzige Kritikpunkt so. Ansonsten, ja, die Farbe finde ich noch ein bisschen blass, aber das sind minimale Kritikpunkte an dem Bier. Ja, also. Ich habe nicht viel auszusetzen. Es gibt sicherlich bessere Pilsner. Vor allem auch von größeren Brauereien bessere Pilsner. Aber ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Deswegen, ja, mit dem Abzug halt das Metallische und von mir aus hätte können noch eine bessere Fruchtigkeit drin sein. Finde ich ein bisschen besser. Aber das sind ja zwickmühlige Sachen. Also ich tendiere gerade zwischen 3,5 und 4 Punkten. Ich würde wohl aber auf 3,5 tendieren. Genau. Einfach weil es auch auf dem Markt bessere Pilze von Großbrauereien gibt. Noch zu Freiberger. Die haben auch noch etliche andere Bierchen. Die haben noch ein Schwarzbier, die haben noch ein Jubiläumsbier, glaube ich, habe ich gesehen. Also die haben etliche Sachen, auch ein alkoholfreies. Also wenn euch mal die Freiberger Brauerei, ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder mehr Biere präsentiert haben wollt, dann schreibt es in die drunter Kommis. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen und wünsche euch noch einen, ja, angenehmen Tag. Haut rein, bis bald. Euer Basti von Hopfenblütentee, dem Bierblog.